Das schöne Wetter hat womöglich im Bezirk St. Charlottenburg-Wilmersdorf in diesem Sommer dazu geführt, dass kaum daran gedacht hat, dass es auch nochmal regnen könnte in Berlin. Ein paar kleine Löcher im Dach der Eishalle P09 in der Glockenturmstraße, wem sollten die schon schaden? Am Freitag regnete es dann aber und sogar durch. Beobachter berichten, dass die Eismeister in der Halle bereits an diesem Tag Eimer auf das Eis stellten. Zum Tropfenfang. Womöglich bestand da aber noch die Hoffnung, dass der Sommer dann ja bis zum Sonntag zurückkehren würde und die Eishockeyspieler von Drittligist Preußen Berlin ihr erstes Heimspiel der Saison gegen die Moskitos Essen würden bestreiten können. Aber er hatte kein Comeback des Sommer. Es regnete am Sonntag. Und es regnete durch. Beide Mannschaften betraten zunächst das Eis zum Warmmachen, kurz nach 16 Uhr entschieden die Schiedsrichter dann aber, dass auf der tropfnassen Eisfläche nicht gespielt werden darf. Es war ein Dämpfer für die Preußen, die ja mit ihrem neuen Trainer Uli Egen viel Euphorie und großen Plänen in die Saison starten wollten. 400 Zuschauer waren gekommen, sie mussten wieder nach Hause geschickt werden, viele bekamen das Eintrittsgeld gleich zurück. Zudem musste der Club die Schiedsrichter bezahlen, und auch der Gegner bekommt wohl noch Entschädigung von den Preußen. Die Einnahmen aus dem ersten Heimspiel 20% gehen an den Senat, sind futsch. Zudem droht nun, falls es keine Neuansetzung gibt, eine Wertung des Spiels. Der Deutsche Eishockeybund entscheidet noch darüber, ob die Preußen ihr erstes Heimspiel als 0:5 Niederlage gewertet bekommen. Damit wäre der Saisonstart kräftig ins Wasser gefallen für die Berliner, die am Freitag bereits ihr Auswärtsspiel in Hannover 3:7 verloren hatten. Die Halle erst 6 Jahre alt, 17 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Holger Wettlaufer, Metzen und Vizepräsident der Preußen, ist bedient und frustriert. Zumal es in der Arena auch an anderen Stellen hakte. Der VIP-Raum in der Halle wurde seit März nach einem, was auch sonst, Wasserschaden renoviert und ist nun fertig. Aber man sagte uns, am Freitag wäre noch keine Zeit für eine Abnahme, das würde man am Montag machen, erzählt Wettlaufer. Einen Tag nach dem Spiel also, das dann aber nicht stattfand. Zuständig für die Halle ist das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort kann Heike Schmidt-Schmelz, Bezirksstadträtin für Jugend, Familie, Bildung, Sport und Kultur, durchaus mit den Preußen mitfühlen. Laut ihr vorliegendem Bericht hätten sich aufgrund des Wassers Krater im Eis gebildet, an Stellen habe der Beton durchgeschimmert. Eishockeyspielen sei da natürlich nicht möglich gewesen. Nun müssen wir schnell handeln. Mit einer notdürftigen Reparatur, die dann den Trainings- und Spielbetrieb bestenfalls schon ab Dienstag wieder gestatte. Wir haben sowieso zu wenige Eiszeiten, sagt Schmidt-Schmelz. Und das Dach richtig reparieren? Da muss jetzt zunächst einmal ein Gutachten erstellt werden. Ganz so einfach wird das alles auch nicht, denn auf dem Dach sind Solarzellen. Mehr zum Thema: dabei ist die Halle erst 6 Jahre alt, 17 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Holger Wettlaufer sagt, er habe das Gefühl, dass die Preußen dort kaum geduldet würden. Der Regen war vorhergesagt. Warum kommt es dann so weit? Dass die Oberligamannschaft ihr erstes Heimspiel am Sonntag haben würde, habe lange festgestanden. Warum war der VIP-Raum nicht bezugsfertig? Bezirksstadträtin Schmidt-Schmelz sagt, da müsse man klären, um welche Abnahme es sich genau handele. Erst einmal habe nun das Dach Priorität. Schmidt-Schmelz sagt, hoffen wir, dass es erst einmal nicht regnet.